Moin, hallo und willkommen zurück zu No Man's Sky in der Expedition 11 Reisender. Ja, wir müssen noch ein paar Sachen finden, bzw. ich habe noch ein paar Belohnungen, die ich mal checken wollte. Gut, der Himmel hat man auch fertig. Anomaliedetektor, überlegenes Startschubdüsen-Upgrade, tragbare Charakter, okay. Und dann müssen wir es bekommen. Hier noch irgendwas? Nee, Wörter müssen wir lernen. Zeichne eine Kreatur mit einem einer Körpertemperatur von 60 Grad auf. Pflanzen ernten, da müssen wir unbedingt noch was aufbauen. Wir könnten uns mal ein paar Pilze hier mitnehmen, das wäre eine Idee. Deckelwald mit Feindseligkeitsquotienten, da müssen wir mal gucken, weil ich habe das Gefühl, wenn wir da gucken, da finden wir auch hier sowas, Aggressionslevel höher. Vielleicht wäre das eine Idee. Markieren wir den mal. Guck mal, konnte ich hier was farmen? Wobei, das wird natürlich echt blöde hier, ne? Hier kommen wir neben anderen Planeten. Ich habe keine Lust, hier nachher Ärger zu kriegen. Wir müssten aber eigentlich... mal schauen, wie das ozeanmäßig aussieht. Weil wenn man mal guckt, hier ist ziemlich viel Ozean. Gerade nochmal. Muss nur ein bisschen darauf achten, wie mein Sauerstoff aussieht. Hier gab es auch noch andere Sachen zum Scannen. Eigentlich da sind noch Fische. Oh, der Giftschuss müssen wir mal wieder aufladen. Kann ihn nicht aufladen, weil ich keinen Ammoniak habe. Echt nicht. Was kriege ich hier raus? Zytophosphat. Zytophosphat. Salz. Müssen wir in der Nähe bleiben hier. Können wir noch scannen? Ich noch irgendwas da? Ist noch ein Auge. Da hat Grauen aus der Tiefe. Was? Ich habe keine Knarre? Echt nicht? Ich bin nicht gebaut. Oh boy, die habe ich nicht gebaut. Okay, wir gehen mal zurück. Das wird zu riskant. Wir haben keine Waffe hier, uns zu verteidigen. Nicht gut. Oh, ich habe noch was abgeschlossen. Botaniker. Oh, nein. Ja, ja. Jetzt gibt es wieder Ärger. Großartig. Komm schon weg, weg, weg. Geht nicht. Wir hauen ab. Wir hauen ab. Du kannst ruhig kommen. Das kann mir egal sein. Er ist schon weg. Komm, dann gehen wir gerade gucken. Wir müssen eh nochmal nach ein paar Baumaterialien gucken. Feindseligkeitsquotient über 84%. Aktuelle Aufzeichnung 67%. Ja, das ist das, was ich gefunden habe. Unerwünscht. Ich hatte einen Planeten gehabt. Das war Permadeath. War das Permadeath 2? Ich glaube, Staffel 2 war das, ja. Da hatte ich echt die ganze Zeit irgendwelche Wolfsviecher, die mich die ganze Zeit angeguckt haben. Du konntest nichts machen. Der war sonst liebevoll, also friedlich eigentlich als Planet eingestuft, aber die Viecher, die haben mich immer angeknuspert. Da, das war nervig. Weiß nicht, ob die so territorial waren, weil wenn du nicht nah dran warst, dann waren die friedlich. Aber wenn du nah dran warst, dann wurdest du immer angeknuspert. Und manchmal gießt sich anders, weil die dann woanders lang gelaufen sind und dann kamen die trotzdem irgendwann zu dir. Das ist immer so ein Hickhack. So, ich hätte gern sowas hier zum Beispiel. Aber andererseits, wir brauchen erstmal
nur 32, dann ist das ein schwierig. Wir bräuchten eigentlich sowas hier. Raffineriemäßig wäre wichtig. Wofür müssen wir ein bisschen was sammeln gehen? Das geht nicht anders. Das ist alles Deko-Gedöns, aber die ganzen anderen Deko-Sachen sind nicht. Doch, da müssen wir hin. Mineralenextraktor nehme ich mit. Mist, das wird nicht reichen, ne? Gasextraktor, wir brauchen Energie eigentlich noch da. Versorgungsdepot, können wir nicht alles mitnehmen. Machen wir Energie. Reicht nicht. 10. Kabel verstecken. Dann nehmen wir das noch mit. Jetzt haben wir noch ein Modul, wow. Was kann ich mir da noch holen? Ist das ein breites? Ne, eine niedrige Holzwand. Ich brauche eigentlich noch was anderes. Was haben wir hier? Halbe Holz. Die halbe Holztreppe mag ich eigentlich auch ziemlich gerne. Aber wir brauchen niemand. Niedrige Holzwand, kleine Holzwand. Werden wir das noch? Wir haben nicht genug Material, ne? Wir müssen mehr Module besorgen. Das habe ich alles verbraten und wir haben auch nicht alles gelernt. Ich könnte mal ein bisschen Nanit verarbeiten wieder, ne? Ich habe ja noch ein bisschen hier. Ein bisschen Schimmel. Für Nanit so rum. Okay, wir haben ein paar Sachen gelernt. Das schwarze Loch könnten wir noch suchen gehen. Das müssen wir auch noch machen als Errungenschaft. Hier eins in der Nähe haben, weiß ich gar nicht. Aber ich gucke erstmal gerade, was wir brauchen. Cadmium. Cadmium müssen wir gucken. Kabelbäume brauchen wir. Das war's. Wobei, warte mal. Ich kann doch den. Nee, warte mal. Kann ich nicht zerlegen, weil wir müssen erst Cadmium haben. Das heißt, ich muss nochmal in ein rotes System gehen. Ja, müssen wir nochmal hingehen. Geht nicht anders. Den können wir dann einbauen hier. Ich baue ihn schon mal ein, dann ist er drin, ist egal. Und wir brauchen Scanner. Dann machen wir erstmal den hier. Scanner. Okay. Das ist alles eingebaut, das funktioniert. Multiwerkzeuge müssen wir hier mal gucken. Deuterium brauche ich. Kabelbäume, wir müssen Kabelbäume kaufen. Magazingröße, Querschläger. Wir haben keinen Platz, ne? Analysevisier, Waffenpräzisionsverbesserung. Für präzisere Kampfhandlungen. Tja, was machen wir denn da? Das ist ja auch nicht schlecht. Mist, jetzt habe ich den eingebaut, wollte ich gar nicht. Zerlegen. Kampfhandlung oder Analyse? Machen wir den. Muss ich mal gucken, was wir bauen können. Können wir das überhaupt alles bauen? Chromatisches Metall. Ja, wir müssen Kupfer sammeln wieder, ne? Jupp. Kupfer sammeln. Oh Junge, oh Junge. Ja, komm, wir fliegen nochmal los. Wir fliegen mal gerade zum. Zur Raumstation. Holen uns da was. Und dann fliegen wir nochmal in ein rotes System. Ich müsste hier auf den schädlichen Planeten nochmal zurück. Da gibt es noch Kupfer. Und Ammoniak bräuchte ich auch noch. Ja, können dann fliegen wir da gleich noch hin. Dann sammeln wir noch die Sachen ein, fliegen dann nochmal zum roten System zurück, damit die Episode wahrscheinlich schon jetzt zu Ende sein. Tut mir leid, dass gerade nicht so viel lief hier. Wir haben zumindest ein paar Sachen gefunden. Warte mal, wir haben noch Botaniker noch gelernt. Hier. Dreiknallerfeuerwerk, Kelpbeutel und Schmutz. Wow. Bitte nicht so viel. Wo willst du denn jetzt hin? Du bist zur Raumstation. Zur Raumstation. Wir müssen da auch noch hin, ja, aber wir wollen erstmal zur Raumstation. Ich baue erstmal Kabelbäume. Die will ich erstmal einbauen. Ich
müsste eigentlich mal in ein gesetzloses System gehen, noch ein bisschen Kleingeld verdienen, weil wir haben nicht so viel, ne? Obwohl doch, wir haben 4 Milliarden, das reicht. So viel brauchen wir hier nicht. Glaube ich, hoffe ich. Bin mir nicht sicher. So, wir kaufen ein. Kabelbäume. Ich weiß gar nicht, ob was ich noch alles gelernt habe. Habe ich Mikroprozessoren gelernt? Ich hoffe es mal. Da müsst ihr nochmal nachgucken. Sonst müsst ihr nämlich teuer kaufen. Das wäre ein bisschen blöde. Kabelbäume hier. Gib mir 20. Kann ich jetzt die alle einbauen hier? Warte mal. Ist drinne, ist drinne. Die ist drinne. Nee, die kann ich einbauen. Ich kann sagen. Ich bin schon wieder. Wir sind gecheckt. Mikroprozessoren brauche ich da noch. Die Wasserstoffgelee, können wir das bauen? Ja. Können wir einbauen. Fertig. Effiziente Düsen haben wir schon mal, das ist gut. Das heißt, jetzt müssen wir gucken, dass wir das, das müssen wir eigentlich da oben hin noch bauen, irgendwie, ne? Setzen wir das mal dahin, setzen wir das dahin. So, dann haben wir das ein bisschen effizienter. Mikroposition, ja, oder ich nehme welche mit, ist ja egal. Gib mir mal 5 Stück. Habe ich 5? Kann ich den jetzt einbauen? Ne, ich habe 4 gekauft. Wieso 4? Ich hatte 5 gekauft, oder nicht? Wahrscheinlich habe ich 4 gekauft. Jetzt habe ich 5. Einbauen, fertig. Okay, das ist auch drinne. Ich hätte gerne hier noch ein paar Upgrades, muss ich zugeben. Da müssen wir noch welche finden. Emerald brauchen wir noch. Moment, Emerald-Antrieb ist fertig. Wie, hatte ich doch genug Cadmium? Scheint so. Ja, dann hat er es wieder nicht angezeigt. Das ist auch irgendwie ein Anzeigebug, der mir ein bisschen auf Keks geht, muss ich zugeben. Dass er das manchmal nicht anzeigt hier und so. So, Kabelbäume. Solarspiegel muss ich vielleicht mal gucken. Magnetresonatoren. Kann ich die bauen? Warte mal. Chromatisches Metall. Ionisiertes Kobalt brauche ich dafür noch. Nimm die mal gerade raus. Aufladen. Was brauchte ich jetzt? Das hier. Das ganze Kupfer verbraten. Oh, Backe. Wobei, das Cadmium würde ich mehr rauskriegen, ne? Ich muss Cadmium eigentlich mal kombinieren. Mit chromatischem Metall, glaube ich. Ja, dann könnte ich es vermehren, ne? Ich brauchte die Wasserstoffgelee, ne, oder? Kobalt bräuchte ich noch. Gib mal mit. Davon müsste ich welche mitnehmen. Dann kann ich die nämlich auch direkt verarbeiten. Mist, das ist mein Inventar voll gemacht. Dann verarbeite ich die gleich und dann kann ich daraus nämlich Deuterium machen. Ne, ich habe nicht genug. Ja, ich habe 400 Tritium. Ja, das wird noch reichen. Noch. Mal gucken. Raumschiff Startschubdüsen bringt mich nicht weiter. Defensivsystem, das ist gar nicht so schlecht. Raumschiff Pulsantrieb. Ne, bringt mich nicht weiter. Ist schon voll. Startschubdüsen, kann ich den noch einbauen? Oder geht das nicht mehr? Kann ich noch einbauen, okay. Der ist geboostet. Mist, der muss hier rüber. Kann ich nicht verschieben, Mist. Nee, dich nicht, dich.
So, machen wir so. Hier müssen wir noch bauen. Da fehlen noch Kabelbäume. Hier sind installiert. Zeigt er mir wieder nicht an. Okay. Wie viel kombatisches Metall haben wir denn jetzt hier? Da haben wir gleich alles verarbeitet. Okay. Da muss ich Kupferfarben gehen. Das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen, wahrscheinlich. Ich hoffe, ich krieg da jetzt noch was gebaut. So. Denn ein bisschen Bewaffnung wäre schon nicht schlecht. Solarspiegel brauche ich 1. 2. Da bin ich wieder. Muss ich gerade wieder ans Telefon gehen. Ich hoffe, ich habe das wieder ausgeschnitten. Das war wieder ein bisschen doof jetzt hier, dass das wieder mitten in der Aufnahme drin ist. Das ist ein bisschen ärgerlich. So, ich wollte 2 von denen haben. Quantencomputer brauche ich noch. Antimaterie, Mikroprozessor. Antimaterie, kann ich den bauen? Ja. Mikroprozessor können wir uns kaufen. Jetzt bastel ich erstmal gerade wieder ein bisschen was. So. Dann können wir den bauen. Was muss ich denn noch bauen? Warte mal, wo war das jetzt? Multiwerkzeug, ne? Genau, hier kann ich den noch einbauen. Ist das fertig? Jo. Das ist drinne. Deutere müssen wir herstellen. Das kann ich hier aber nicht. Das können wir einbauen. Phosphor-hermetische Siegel brauche ich 4. Quantencomputer brauche ich hier auch nochmal. Und 3 Resonatoren. Oh. Ich mache immer zu. Ich komme mal durcheinander hier. Ich will immer Dings machen. Quantencomputer. Da brauchen wir nochmal Antimaterie. 2 Stück. Können wir noch 2 bauen? Ja. Was brauchte ich noch? 2 Mikroprozessoren. Nee, 1 Mikroprozessor? Jetzt komme ich durcheinander. Jetzt komme ich durcheinander. Ist egal. Davon brauchte ich noch ionisiertes Kobalt. 120. Habe ich ionisiertes Kobalt hier? Warte mal. Ionisiertes Kobalt. Kobalt haben wir hier. Ionisiertes Kobalt. 120. Gucken wir mal gerade. Dann baue ich das gerade fertig, damit wir noch ein bisschen Bewaffnung haben. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie lang die andere Episode war, weil ich ja vorhin gestört wurde. Das ist jetzt ein bisschen, ich glaube, eine Viertelstunde machen wir gerade noch. Dann wird die Episode wahrscheinlich wieder ein bisschen zu lang, fürchte ich. Aber wir gucken mal. Ich hoffe, das haut irgendwie hin. Dass ich so auf eine halbe Stunde da komme, immer. Dann machen wir das jetzt mal gerade fertig. Und dann, ja, müssen wir mal schauen. Dann müssen wir mal schauen. So. Hier dieses Kobalt 120. Jupp, haben wir. Check. Ich hoffe, das reicht. 3 Resonatoren müssen wir bauen. Haben wir gebaut. Was brauche ich denn jetzt noch? Hermetische Siegel. 4 Stück. Können wir die bauen? Was brauche ich denn dafür? Das reicht nicht. 3 kein Baum. Ich habe keinen fertigen Kohlenstoff mehr. Wie brauchte ich denn fertig den Kohlenstoff? 50? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich mache mal 50 gerade, ich bin mir nicht sicher. Kohlenstoff müssen wir mal sammeln. So, hermetisches Siegel geht noch? Nein, du sollst... Was macht der denn da? Yikes. So, nein, ich will dahin. Ich hab... Da. Jetzt haben wir's. Meine Güte, schwere Geburt. Phosphor brauchen wir noch. Quantencomputer, kann ich den bauen? Nein, Mikroprozessor. Mikroprozessor, da. Okay. Jetzt Quantencomputer, okay. Das heißt, wir können jetzt noch... Phosphor fehlt uns noch. Das ist drinne. Ich bräuchte eigentlich noch mehr Platz hier, ne? Das ist schon alles voll. Das können wir einbauen. Ja, Phosphor fehlt uns noch. Müsste ich mal gucken, ob da ein paar Händler sind, die uns Phosphor verkaufen können. Dann haben wir das auch komplett. Kann ich gerade den eintüten? Einlage mit X. Ja, machen wir das mal gerade so. Dann kann ich dich darüber setzen und dann können wir den wieder einbauen. So. Dann können wir auch gleich aufladen. Den auch. So, die geben gar keinen Bonus, wenn die nebeneinander liegen. Ach, schade. Ich dachte, da gibt noch einen Bonus. Egal. Das haben wir fertig, das haben wir fertig. Hier brauchen wir noch Emerald.
Ja, Emerald fehlt noch. Kabelbäume fehlen noch 3. Hatte ich noch irgendwas, was ich noch bauen konnte? Müsste? Nee, ich glaube nicht, oder? Doch, hier. Der ist noch nicht fertig. Gefahrenschutz. Natriumnitrat. 20, warte mal. 20. Machen wir gerade fertig. Ja gut, dann basteln wir jetzt noch gerade. Am Ende der Episode. Ist hoffentlich okay für euch. Muss ja auch mal sein. Gehört ja auch dazu. Dann sind wir nämlich hier mal ein bisschen fit. So. Eingebaut. Den anderen also können wir eigentlich verkaufen dann, ne? Brauchen wir ja nicht mehr in dem Sinne. Das laden wir mal gerade alles auf. Ach, können wir nicht, weil wir keinen Ammoniak haben. Ha, siehste. Da war noch was. Das könnten wir mal verarbeiten. Ich brauche eine große Raffinerie. Kann ich mir die erweiterte bauen? Ja, kann ich. Ionisiertes Kobalt, Magnetresonatoren, 3 Quantenkopfhörer. Ah, oh, okay, da sind sie wieder. Fehlende Komponenten, was fehlen uns denn? Verdichteter Kohlenstoff. Na toll. Haben wir gerade Stopp hier. Verdichteter Kohlenstoff, das reicht schon alles nicht, ne? Oh Mann, ey. Ja, machen wir gerade fertig. Wir müssen Kohlenstoff wieder farmen gehen. Ich mach den gerade komplett fertig, ist egal. Ich hoffe nur, wir kriegen das gerade noch irgendwie hin. Sauerstoff ist fast aus. Müsste ich ja mal wieder besorgen. Ich müsste mal ein Sauerstoff-Ding bauen. Die könnte ich, glaube ich, verkaufen. Ne? Wirbelwürfel brauche ich ja nicht mehr. Gucken wir mal. Verkaufen. Wirbelwürfel weg damit. Ich hoffe, wir brauchen die nicht mehr, sonst stehe ich nachher. Stemerikosi. Was war denn hier gerade für eine Nachricht? Kobalt. Noch irgendwas zu verkaufen? Raumschiff. Die interstellare Torte. 3,8%. Gibt es 83.000. Ist nicht viel gekrillte. Ja, weiß ich nicht. Lohnt sich eigentlich nicht. Tragbare Reaktor. Der tragbare Reaktor ist 4 Millionen wert. Holy moly. Das Zeug ist gar nichts wert. Der Schmutz. Minus 30%. Wow. Verkauf den Schmutz, ist egal, weg damit. Ich brauche Platz. Das können wir rausnehmen. Ich brauche 3 Kupplungen, ne? Hier, ja, dann brauche ich noch 3 Mikroprozessoren wieder. Oh Mann. Die muss ich mal, ich muss das Rezept dafür haben. Eigentlich so viel, wie ich hier kaufen muss. So, jetzt kann ich 3 Stück bauen. Nee, kann ich nicht, weil mir was fehlt. Chromatisches Metall. Oh, ich habe kein Kupfer mehr. Juhu. Ja, Deuterium kann ich herstellen. Nee, kann ich nicht herstellen. Ich brauche ja den anderen, ne? Magnetresonatoren brauche ich 2 und 120 ionisiertes Kobalt. Machen wir das mal gerade. Reicht das noch für 120? Ja, gerade so. Uff. Okay. Für die Resonatoren brauche ich ionisiertes Kobalt. Das reicht nicht dann, ne? Ionisiertes Kobalt brauche ich hier nochmal extra. Aber dann habe ich eine Raffinerie, wo ich 2 Sachen mitmachen kann. Tja, das heißt, ich brauche noch mehr Kobalt. Konnte ich noch Kobalt kaufen oder war Kobalt jetzt aus? Warte mal. Ist noch da. Okay, habe ich Kobalt wieder nachgekauft. Phosphor wäre noch ganz toll, wenn hier einer Phosphor im Angebot hat, Leute. Hey, mein Freund, hast du Phosphor in der Tasche? Phosphor? Nee, Chlor hast du dabei. Das bringt mich nicht weiter. Na gut, mach's gut. So, wie sieht das bei dir aus? Die lange Spitze mag ich eigentlich nicht so gerne, aber mit den Flügeln sieht das ganz okay aus. Hey, mein Freund. Ich hätte gerne noch was. Hast du Phosphor? Nein, du hast kein Phosphor. Ich habe kein Phosphor. Tritium nehme ich noch mit. Quantenkompilator dabei. Hilft mir nicht weiter. Mach's gut.
So, komm mal her hier, mein Freund. Hast du Phosphor? Ich hatte keiner Phosphor dabei. Ich nehme mir noch ein bisschen was davon mit, weil ein bisschen mehr brauche ich schon. So. Chlor. Das hilft mir auch nicht weiter. Ne, wir müssen weiter. Das hat keinen Sinn. Konnte ich jetzt noch irgendwas bauen? Warte mal, da brauchte ich noch einen, ne? Chromatisches Metall ging nicht. Resonatoren brauchte ich. Ionisiertes Kobalt müsste fertig sein. Zwei Resonatoren, dann haben wir den. Quantumköder fehlt noch und dann noch ionisiertes Kobalt. Und zwar. Ja, sagen wir 70. 70 ionisiertes Kobalt. Wo habe ich denn Kobalt da? Machen wir 70 Grad noch fertig. Ja, da muss ich in ein anderes System nach Phosphor gucken. Und dann kriegen wir das auch noch hin. Ich gucke da gleich nochmal nach. Dann haben wir das nämlich alles fertig gebaut und dann haben wir erstmal wieder ein bisschen Ruhe, hoffe ich zumindest. Und dann müssen wir mal schauen. So. Okay, dafür hätten wir jetzt genug. Ja, fehlt nur noch der Quantencrypter. Und da brauchen wir ionisiertes Kobalt. Kupfer. Wenn die Kupfer gehabt hätte, hätte ich Kupfer nochmal kaufen können. Gerade hätte ich jetzt nichts mehr holen müssen. Aber so ist auch egal. Wir fliegen erstmal weiter. Wir müssen wieder. Wir können in ein grünes System fliegen. Ich weiß nicht genau, ob da auch. Haben wir auch genug Treibstoff dafür? Für ein grünes System. Nein, hat kein Treibstoff mehr. Natürlich hat er keinen Treibstoff mehr. Warum auch? Eieieiei. Kein chromatisches Metall. Okay, hat sich schon erledigt. Wir brauchen erstmal Kupfer. Ohne Kupfer geht hier gar nichts. Kupfer ist hier. Ja. Dann gehen wir dahin. Dann werde ich jetzt nochmal Kupfer abbauen. Und das fertig machen. Was haben wir hier für ein Zeug? Ist das Ammoniak? Das ist Salz. Wenn das gerade mich so grün anleuchtet, gucke ich da gerade nochmal nach. Weil Ammoniak brauche ich auch noch. Damit wir hier unser Schild aufladen können. Ammoniak. Nice. Perfekt. Klein machen. Nehmen wir das direkt mit. Ja, dann haben wir Ammoniak auch gefunden. Das ist schon mal schön. Ich weiß nicht mehr genau, wie man das vervielfältigen konnte. Man konnte, glaube ich, alles vervielfältigen, oder? Oder nicht? Bin mir jetzt nicht sicher. Ich muss mich eigentlich mal damit auseinandersetzen, wie man Ressourcen vervielfältigt mit dem Raffinieren. Da gibt es dann ein Refining Table, da kannst du halt nachgucken, welche Ressourcen du nimmst. Ich glaube, Cadmium zum Beispiel, wenn du das mit chromatischem Metall raffinierst, kriegst du mehr raus. Und solche Geschichten halt. Oder Chlor zum Beispiel konntest du halt noch vervielfältigen mit Sauerstoff, glaube ich. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich bin mir nicht sicher, ich glaube ja. Sauerstoff muss ich mir auf jeden Fall nochmal besorgen, weil Sauerstoff ist auch noch so eine Mangelware. Könnte ich in der Base eigentlich mal so einen Sauerstoffgenerator hinbauen. Wollte ich sowieso weiterbauen noch da. Das heißt, wir müssten eigentlich mal Modulfarm gehen oder ich müsste es offline machen eigentlich. Aber andererseits, ja, ich komme da im Augenblick nicht zu. Ja, vielleicht müssen wir mal so eine halbe Episode einbauen, ein bisschen, dass wir Modulfarm gehen. Vielleicht machen wir das mal. Ist zwar nicht ganz so toll, aber ich brauche ein paar Module, damit wir noch ein bisschen was bauen können. Weil Energieversorgung bzw. Farming-mäßig habe ich jetzt noch nicht so viel. Wir könnten aber mal hier, das könnten wir gleich mal gucken, uns ein paar Sachen besorgen. Hier zum Beispiel noch ein paar Pilzgeflechte und sowas. Dass wir da ein bisschen was machen können. Ich weiß auch nicht genau, ob wir hier das Farming Dingen machen müssten dann. Ja, da müssten wir halt erst wieder mit der Story wieder weitermachen dann. Oder ich lerne einfach den Trog, passt schon. Das geht dann schon, das kriegen wir auch hin. Dann brauche ich das nicht nochmal alles machen mit dem Gag und so. Ich muss 18 Pflanzen ernten. Naja, müssen wir gucken. Das heißt, ich muss das vorbereiten eigentlich dann. Wobei, ist eigentlich egal, was ich dann ernte, ne? 18 Pflanzen heißt ja nur 18 Pflanzen und nicht jetzt hier, du musst dies oder jenes ernten.
Das heißt, ich könnte auch normal Fisium nehmen einfach und das ist gut. Müsste ich nur ein paar Tröge hinstellen dann und warten, bis fertig ist. Energieversorgung kann ich ja bauen. Habe ich ja gelernt jetzt. Müssen wir schauen. Im Permit, das muss ich immer noch eine magnetisierte Ferritfarm bauen. Dass wir da dann Material haben, dass wir ein bisschen was bauen können. Denn ich würde gerne mal so eine... Oh nein. Dass wir mal so eine Skybase bauen können. Die würde ich halt gerne nochmal bauen. Ich habe auch noch meine Atlantis, hätte ich beinahe gesagt. Muss ich auch noch fertigstellen. Könnte ich eigentlich mal wieder reingucken. Aus meinem anderen Safe von Permadeath 2. War das Permadeath 2? Ich glaube Permadeath 2 war das. Bin mir nicht sicher. Muss ich mal nachgucken. Oder meine Abenteuer-Series. Weiß ich jetzt nicht genau. Zweite Staffel. Kann auch die zweite Staffel gewesen sein. Also nicht Permadeath. Das kann auch sein. No, jetzt fängt der Sturm an. Schneller. Bauen wir das noch ab. Jetzt wird's ungemütlich. Ich sehe gerade nichts, wenn mein Cape hier im Wind hängt. Also in der Kamera. Schneller. Bau alles ab. Ich will hier weg. Ich weiß, hier gibt Schutz und Amt. Ich versuche so schnell wie möglich das abzubauen, dass ich hier wegkomme. Das muss ich noch alles schaffen. So. Okay. Komm schon, komm schon, komm schon. Zack, 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 alles weg. Okay. Dann einsteigen. Okay, alles gut. Aufladen. Sehr gut. Wir sind wieder fit. Habe ich 120? Ja, habe ich. Quantencomputer brauchte chromatisches Metall. Das müssen wir nach Kupfer suchen. Ach, guck mal hier, da sind die ganzen Schmetterlingsviecher wieder. Die sind sogar in Pink. Cool. Die finde ich noch viel cooler. Na, komm schon. Tier gefüttert. Ich muss mal gerade gucken. Wo hatte ich denn meine... Nee. Hier, Tiere. Batilla. Ich habe leider keinen. Für 500 Nit kann ich einen freischalten. Ja, machen wir. Ich hätte gern einen. Wo ist er denn? Hier. Interagieren. Aspler Gleiter übernehmen. Ujo Ujo. Ich habe Ujo Ujo adoptiert. Nice. So, jetzt muss ich mal streicheln hier ein bisschen. Du brauchst ein bisschen mehr Liebe, ne? Ujo Ujo. Sehr gut. Eckerli. Komm, wir reiten nochmal eine Runde. Yay. Ich finde die eigentlich ziemlich cool gemacht. Wobei sein Sichtfeld ein bisschen eingeschränkt ist. Bläh und los. Du bist ja total nicht begeistert. Also dein Kumpane ist da ein bisschen besser drauf. Speed. Das sieht irgendwie nicht richtig aus, habe ich das Gefühl. Wenn der Charakter so macht. Der kam eigentlich auf die geniale Idee, dass der Charakter sowas macht. An sich ganz cool, ne? Für die Skybase wäre das gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, ob ich die Kreaturen dann da auch, Oh, Mist. Wo war denn jetzt mein Raumschiff? Komm mal her, ojo, ojo. Lass uns mal reiten hier. Ich muss zu meinem Raumschiff zurückfliegen. Wo ist denn mein Raumschiff eigentlich? Da drüben. Speed.
schön. Okay, wir gucken mal gerade nach Kupfer. Ammoniak. Base, Speicherpunkt, das vergrabene Technologiemodul. Technologiemodule muss ich eigentlich sammeln. Kupfer da. Wir fliegen da mal gerade rüber. Ich könnte natürlich auch mit OEO darüber fliegen, aber machen wir jetzt gerade mal nicht. Sprachentschlüsselung abgeschlossen, neue Belohnung verfügbar. Wie Sprachentschlüsselung, was? Was? Was habe ich da gerade freigeschaltet? Habe ich irgendwas verpasst? Ich habe irgendwas verpasst. Moment. Sprachentschlüsselung? Was ist hier los? Aktuelles Missionsziel, neue Corvex heute. Haben wir gelernt? Okay. Divergenzwürfel, Änderungsfragment und Spielmittel. Okay. Realitätskörnchen. Wir müssen noch Nied noch farmen, das ist kein Problem. Hufe des Donners. Dokumentiere einen Pflanzenfresser von mindestens 7 Metern. Exotische Kreaturen weiß ich noch nicht genau. Achso, das sind diese abgefahrenen. Okay, dann muss ich auf ungewöhnliche Planeten gehen. Das kriegen wir hin. Verwende ein Portal. Besuche einen blauen Stern. Blauen Stern können wir machen. Erreiche 80 Units unter dem Meeresspiegel. Da müssen wir nochmal gucken. Ob ich da was finde. Schwarzes Loch betreten, Tickets 10 Wasserlebewesen. 2 habe ich gefunden. Wasserschatz. Wo denn Unterwasserschatz aus einer Unterwasserruine? Okay. Unerwünscht mache ich gerade. Pflanze ernten. Vikinwörter müssen wir noch ein bisschen lernen. Den Projektor können wir noch bauen in der Basis. Und ja, ein Räuber mit Aggressionslevel. Müssen wir mal gucken. Hatten wir eigentlich... Ah ne, wir gucken ja eh gerade auf einem Planeten hier mit dem Feindseligkeitsquotienten. In der Hoffnung, dass ich da auch ein Aggressionstier finde. Ja, mal gucken. Wir müssen erstmal Kupfer holen, weil wir kommen ja nicht weiter. Wir müssen ja noch was bauen. Ich bin auch schon wieder zu lang in der Episode. Ich werde jetzt hier an der Stelle mal Stopp machen. Beziehungsweise, ja. Wir gehen dann, hüpfen dann direkt in die nächste Episode, würde ich sagen. Dann sage ich erstmal danke fürs Zuschauen. Und ja gut, ich hoffe, das war nicht zu langweilig jetzt hier. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!